Liebe Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone. Wir wollen diesmal wieder ein paar Quests machen, deswegen spielen wir diesmal den Magier. Ja, fangen wir auch gleich mal an. Ich hoffe, dass ihr nicht aus dem Hintergrund nervige Geräusche hört, weil genau hinter unserem Haus wird gerade was gebaut. Deswegen ist manchmal, also ich nehme das wahr, aber ich glaube, ihr dürftet das eigentlich nicht mitkriegen. Ich hoffe, das stört die Aufnahme nicht. Selbst ich hier drin höre es eigentlich nur ganz leise. Aber meistens nehme ich abends auf, deswegen sind wir noch gar nicht am Arbeiten. So, Magier gegen Magier. Das kann ja spannend werden. Machen wir es mal so. Und was kommt jetzt in Mech? Na, hat er mich? Ja, hat er. Oh, wie ätzend. Ach, Leute, das ist doch mal richtig scheiße hier. Machen wir es so. Na, mit dem Feuerball haust du jetzt meinen irren Wissenschaftler weg. Doch nicht. Gut, das finde ich äußerst bedenklich, dass er das nicht getan hat. Aber das ist, soll ja jedem selbst überlassen sein. Jo, habe schon mal ein paar Karten bekommen. Ich hätte mir allerdings lieber eine andere Karte gewünscht. Der Mana-Wurm ist eigentlich als Scheiße so häufig zu haben, aber egal. Wir nehmen es, wie es kommt. Okay, einen Feuerball hat er anscheinend nicht. Das ist schon mal erfreulich. So. Natürlich habe ich was kartentechnisch jetzt bin ich in der Oberhand, aber dafür hat er mir jetzt schon einiges an Leben abgezogen. Ich hoffe, dass ich gleich nochmal eine Falle ziehe, damit ich auch die Magien der Kirin-Tor vernünftig ausspielen kann. So. Machen das so. Ja, alles klar. Das sieht doch gut aus. Ich habe ja noch drüber nachgedacht, den Feuerball für ihn hier zu benutzen. Na, wie heißt der? Verrückter Bomber. Aber gut, dass ich es nicht gemacht habe. Machen wir das doch so. Ach, das war ärgerlich. Da hätte ich doch noch. Das wäre doch ein bisschen besser gewesen, wenn ich das noch damit noch den vor beiden Zaubern ausgespielt hätte.
Mann, Dr. Boom, dass er gerade den jetzt gehabt hat. So. Okay. Dann machen wir mal weiter im Takt. Die Runde sieht echt nicht gut aus. Ey, scheiße, dass er gerade Dr. Boom hat, ey. Sonst fast keine Karte hätte ihn noch so wieder zurückbringen können. Ja, genau. Noch mehr Glück kann man ja gar nicht haben. Alter Schwede. Ist das behindert? Ja, genau. Genau, ist richtig. Ja, alles klar. Die Runde geben wir auf. Das nervt mich auch übelst hier, diese Scheiße, ey. Dass er so ein Glück hat. Ach, starten wir gleich noch eine Runde mit dem Magier. Alter, wie kann man denn so ein Glück haben, Leute? Ist das krass, ey. Ihr habt bestimmt auch schon oft so eine Situation gehabt, oder? Guckt ihr den Scheiß an, ey. Schießt dieses Scheiß, wie macht vier Schüsse, die auf zufällig verteilt, sich zufällig auf alle Gegner verteilen. Ich habe vier Viecher und es schießt dreimal auf eins. Aber genau sowas habe ich letztens bei Fischkopf auch einmal gesehen und bei ihm hat es genau so geklappt, bloß auf seiner Seite. Hat ihn aber trotzdem nicht in Sieg gebracht. Das mal nur so nebenbei erwähnt. So. Komm, spiel diese Priesterin aus. Scheiße. Ah, egal. Dann hauen wir die damit weg. Mit der Flammenkanone. Und ab in die Fräse. Schade. Aber egal, dann machen wir mal weiter und zwar hiermit. Flammenschürer. Mag ich sehr gerne die Karte. Bringt manchmal richtig viel, wenn vor allem wenn der Gegner sie halt gerade nicht wegbekommt. Das ist jetzt gerade ein bisschen ätzend. Schlickspucker. Den guten alten Schlickspucker. Diesmal haben wir überhaupt gar keine Fallen bisher gezogen. Finde ich etwas nervig. Och nö, du Spacko. Ich hätte nie gedacht, dass jemand noch diese Lame-Taktik spielt, ey, Scheiße. Das mal. Scheiße, die. Ich glaube, das wird die zweite Niederlage.
glaube, ich habe in diesem Deck noch nicht mal eine Eule drin. Das wäre richtig bitter. Wobei der Flammenstoß gleich ganz schön reinhaut. So. Oh, warum denn kein Glück, ey? So, machen wir das mal. Und ist doch wieder geklärt. Und mit Dr. Boom eine gute Karte, die gleich kommen wird. Unschön. So, der gute alte Dr. Boom. Ich würde mir jetzt wünschen, dass er ihn killt. Das wäre extrem geil. Ja, und er macht's. Danke. Dafür liebe ich dieses Geheimnis. Ey, da kann man so ins Fettnäpfchen treten. Damit haben wir die Tante schon mal weg. Dreimal Dr. Boom. Mal gucken, was er dagegen ausrichten kann. Es wird auf jeden Fall äußerst schwierig, dagegen überhaupt was zu machen. Mhm. Damit kann ich leben. Machen wir das mal so. Ja, die zweite Runde läuft einigermaßen gut. Ich habe bloß beim Priester immer die... Bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil die ja für 10 Mana eine Kreatur übernehmen können, aber er kann es anscheinend nicht. Alles klar. Damit haben wir die zweite Runde wenigstens gewonnen. Ja, eine Niederlage, ein Win. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, meine Freunde. Haut rein!